haben Sie vor, ins letzte Saisonspiel zu gehen? Ja, so wie man in ein Spiel gehen muss, in dem es um viel geht. Wir haben die Chance, mit einem Sieg zumindest Platz 4 zu erreichen. Wenn es ganz gut geht und Regensburg doch noch patzt im letzten Spiel, können wir sogar noch Dritter werden. Deswegen müssen wir konzentriert sein. Wir brauchen auch die nötige Motivation, im letzten Spiel nochmal wirklich alles abzurufen. Ist das auch Ihr Ziel, einen Relegationsplatz zu schaffen? Das kann jetzt, das Ziel muss sein, Sandhausen erstmal das Spiel zu gewinnen. Und erst dann können wir nach Regensburg schauen, wie das Spiel ausgegangen ist. Das können wir nicht beeinflussen. Deswegen müssen wir unseren Teil dazu beitragen, dass es noch reichen kann. Das ist ein Sieg in Sandhausen und alles andere muss man nach dem Spiel sehen. Gibt es noch etwas, was Sie an die FCH-Fans sagen möchten? Ja, wir sind ja kurz vorm Ende. Ich glaube, da kann man, in dem Fall kann man schon ein Resümee ziehen. Wir haben eine überragende Unterstützung gehabt. Die Mannschaft ist sowohl zu Hause sowieso mit einem unglaublichen Zuschauerschnitt, aber auch mit einer unglaublichen Stimmung unterstützt worden. Auch auswärts werden es immer mehr, die uns unterstützen. Man sieht, der Verein lebt, entwickelt sich weiter sportlich, auch wenn es immer mal wieder Rückschläge gibt. Ich denke, keiner kann für sich in Anspruch nehmen, immer nur nach vorne zu gehen und alles richtig zu machen. Von daher sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sagen danke für die Unterstützung und hoffen, dass wir in den letzten Spielen, vor allen Dingen dann auch nochmal im Pokalspiel, die Unterstützung haben, wie zuletzt in allen Spielen eigentlich. Klar, danke schön. Das war's. Bitte schön. Dies ist das letzte Spiel jetzt am Samstag. Wie geht man in so ein Spiel rein, wenn man weiß, dass es um den Aufstieg geht? Ja, wie geht man in so ein Spiel? Ich denke, wir sind froh, dass wir die ganze Runde eigentlich oben mitspielen konnten. Und ich denke mal, der Trainer hat schon gesagt, wir können mit dem Sieg unsere Hausaufgaben erledigen und müssen halt auf den Ausrutscher von Regensburg hoffen. Ja, und wenn alles gut läuft und der liebe Gott vielleicht will, können wir vielleicht doch noch den dritten Platz schaffen. Aber in erster Linie wollen wir Platz 4 sichern und damit die DFB-Teilnahme. Auch wenn es dieses Jahr nicht mit einem möglichen Aufstieg klappen sollte, was sind Ihre Ziele für die kommende Saison? Ja, für die kommende Saison sind, denke ich mal, die Ziele klar definiert. Ich denke, 95% der Mannschaft haben einen Vertrag für nächste Saison. Das heißt, wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Dann für die kommende Spielzeit und sind eine eingespielte Truppe. Und nächstes Jahr muss halt von Anfang an klar sein, dass wir nicht nur zu Hause unsere Punkte holen müssen, sondern auch auswärts unsere Punkte holen müssen, konstant auftreten müssen auswärts, damit wir dann erfolgreicher sind als dieses Jahr. Und erfolgreicher heißt dann für uns Aufstieg. Vielen Dank. Bitteschön.